Das könnte ich dann wirklich mal selber machen. Also wirklich, wenn ihr mehr davon sehen wollt, beziehungsweise auch mal so ein richtiges System, vielleicht gibt mir das die Möglichkeit, abonniert einfach mal. Das soll auch kein Betteln sein, nur man hat dann bessere Chancen. Ist so, wie es ist. Ich würde mal sagen, das hat gut geklappt. Und damit Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal PC-Check. Danke, danke, danke für eure Abonnements bzw. Subs. Alter Schwede, ich habe in dem letzten Video mehr oder weniger mal dazu aufgerufen, dass ihr vielleicht mal ein Abo da lasst. Ich hatte an dem Tag 130 Abos. Das mache ich sonst in 2 Wochen nicht. Vielen Dank dafür. Hier auch nochmal 70, hier 20, das ist nicht ganz aktuell. Hier hatte ich schon 40, 60, alter Schwede. Also mit jedem Abo habe ich halt wirklich die Möglichkeit, vielleicht mal speziell jetzt Hersteller anzuschreiben und PCs zuschicken zu lassen, die ich natürlich auch wieder zurückschicke zum Testen, ja. Vielleicht meldet sich mal einer, keine Ahnung. Und zur Feier des Tages, der Tage, dachte ich mir, ich verlose mal eins meiner Mauspads. Ja, ich habe Mauspads. Die verkaufe ich oder verschenke ich, je nachdem, mal auf dem Discord-Server, wer da Interesse dran hat. Aber eins werde ich davon verlosen. Und zwar machen wir das so. Ihr lasst ein Däumchen nach oben da und kommentiert. Und ich werde alle Kommentare, also jeden Namen, werde ich in eine Liste reinnehmen und werde sie im nächsten Video live quasi auslosen. Dann stehen da die ganzen Namen, ich klicke auf Random und dann buff, wird einer ausgespuckt und der kriegt dann ein schönes Mauspad. Die Maße sind 900x400, die sind groß. Ihr seht es auf dem Bild. Die kriege ich dann eventuell auch kleiner. Wenn derjenige jetzt sagt, oh sorry, das ist mir jetzt doch zu groß. Ich kann auch 700x300 oder so bestellen. Auf jeden Fall kriegt derjenige dann ein schönes RGB-Mauspad mit schöner RGB-Umrandung. Und nochmal, wie gesagt, vielen Dank für die ganzen Abos. Das ist echt geil. Das hätte ich nicht gedacht, dass das so einschlägt und toppigaloppi. Jetzt kommen wir zu dem großen Thema. Wir wollten uns ja den Medion-PC angucken, den es jetzt bald bei Aldi gibt, am 27.01. Steht auch hier, 27.01.22, 7 Uhr. Vorweg gesagt, seid schnell. Seid einfach schnell. Die Dinger werden ultra schnell weg sein. Gebe ich euch Brief und Siegel drauf. Wir werden uns gleich noch Preis, Leistung und so weiter angucken, ob die Config in Ordnung ist. Aber es ist meistens so, dass diese PCs sehr, sehr schnell weg sind. Und deswegen, wir schauen uns das jetzt mal eben an. Das ist der Core Gaming PC Engineer P20 MD34725 von Aldi Nord, Aldi Süd. Das gibt es halt im Online-Shop. Ihr könnt euch hier zum Aktionsstart auch erinnern lassen, aber wie gesagt, merkt euch einfach 27.01. 7 Uhr. Ganz wichtig, weil hier steht noch bis 19.02. bestellbar. Nichts, keine Chance. Die letzten waren immer so schnell weg. Wir schauen uns jetzt erstmal diesen hier an und dann gucken wir uns noch den nächsthöheren an in einem separaten Video, weil da steckt wirklich sehr viel Arbeit hinter, weil ich mehrere Artikel nehmen musste, um zu erfahren, welches Netzteil und so verbaut ist, weil die halten sich da mal so ein bisschen bedeckt. Ne? Selbst bei dem Netzteil habe ich jetzt ein bisschen Probleme gekriegt. Wir müssen eine Alternative nehmen, um eine Preisfindung zu haben. Aber wir schauen uns das jetzt mal an. Zuerst mal zu dem Bild. Ja, man erkennt quasi nichts. Man sieht, da ist eine Wasserkühlung drin, das Gehäuse. Das ist halt, ja, und es ist ein ziemlich kleines Gehäuse. Wenn man hier überlegt, dass die Grafikkarte da hängt, oh, ist schon eng. Das ist schon klein, aber gut. Die Eigenschaften. Wir haben hier einen Intel Core i5-12600K Prozessor. Da gibt es jetzt eine Besonderheit. Das hatten wir bisher auf diesem Kanal noch nicht. Und zwar ist das die neueste Generation von Intel. Und die haben Performance Cores und Efficiency Cores. Das steht dann hier 6 plus 4. Das sind dann 6 Performance und 4 Effizienzkerne, beziehungsweise 12 Threads und 4 Effizienzkerne. Das bedeutet für euch, wenn ihr Arbeiten am Computer zum Beispiel erledigt, die nicht so rechenlastig sind, dann wird auf diese Efficiency Cores zurückgegriffen. Das heißt, die TDP ist nicht so hoch, beziehungsweise der Verbrauch wird minimiert und ist relativ effizient. Sobald ihr anfangt zu zocken oder zu streamen, kommen die Performance Cores dabei und dann könnt ihr halt noch ordentlich streamen und so weiter. Dann habt ihr auch eine höhere TDP. Deswegen steht hier 125 bis 150 Watt. Der hat auch eine integrierte Grafikeinheit, deswegen gleich beim Mainboard. Die Anschlüsse, die da sind, könnt ihr auch nutzen, aber es ist halt eine Grafikkarte drin, deswegen benutzt die Grafikkarte. Eine Besonderheit, die wir hier auch haben, ist, dass der halt DDR5 und DDR4 frisst. Wir haben in diesem System DDR4. Das wird wahrscheinlich aus Kostengründen so gewesen sein, weil DDR5 einfach schweineteuer ist und kaum zu haben ist. Also es ist halt, und die sind aktuell auch noch nicht sonderlich viel schneller als DDR4. Von der Taktfrequenz vielleicht schon, von der Latency eben nicht. Deswegen ist es gut, dass sie auf DDR4 zurückgegriffen haben. Auf jeden Fall ist das ein guter Prozessor. Der wird auch zum Stream geeignet sein. Ist halt die neueste Generation. Es kommt auch, wie gesagt, immer darauf an, worüber ihr rendert, Grafikkarte oder Prozessor. Und der kostet aktuell 298 Euro bei Mindfactory. Dazu bekommen wir Windows 11 Home. Ja, ihr habt richtig gelesen, das ist schon Windows 11. Ich bin damit jetzt nicht so glücklich. Windows 11 steckt meiner Meinung nach so ein bisschen in den Kinderschuhen noch. Es gibt einige Probleme bei einigen Spielen und Treibern und so. Ihr müsst euch da mal im Internet ein bisschen schlau lesen. Es ist natürlich gut, dass sie die neueste Variante nehmen.
Ich hätte eher Windows 10 genommen mit dem Upgrade, aber gut, was soll's. Windows 11 Home ist halt dabei für 70,21 € aktuell. Dann bekommen wir eine Nvidia GeForce RTX 3060 Ti LHR, also Light Hash Rate. Das wird dann uninteressanter für Miner. Die ist halt nicht so effizient, was das Minen angeht, deswegen sind die meistens auch ein bisschen günstiger. Wobei aktuell sind einfach alle Grafikkarten teuer. Das ist halt so. 8 GB GDDR6V RAM Grafikspeicher. Welche natürlich jetzt genau da drin verbaut ist, kann ich euch nicht sagen. Es kann MSI, eine Gigabyte, eine Zotac sein. Meistens nehmen die Zotac oder Palit oder sowas in der Art. Wir nehmen jetzt hier die MSI, weil die halt die günstigste ist. Ist eine gute Grafikkarte. Meine Freundin Lexi hat die zum Beispiel. Das reicht für die aktuellen AAA-Titel auf jeden Fall. Ihr könnt jetzt nicht erwarten, dass sie in 4K da auf 144 Hertz oder so spielt. Das schafft die nicht. Aber ist auf jeden Fall eine gute Grafikkarte, wenn ihr ganz normal AAA-Titel, sagen wir jetzt mal, auf WQHD zocken wollt mit der flüssigen Framerate. Das ist okay. Und die kostet 809 € bei Saturn. Als Mainboard bekommen wir ein Gigabyte Z690M Aorus Elite AX Mainboard. Ich sage natürlich immer, Micro ATX gefällt mir nicht. Werde ich auch nicht ändern, diese Einstellung. Ich mag Full ATX Boards lieber. Aber das hier ist ein gescheites Micro ATX Board. Es ist jetzt nicht so ein dahergefummeltes Billigboard, was sie da reinschmeißen, OEM oder so. Nein, es ist vernünftig, es hat Bluetooth, es hat WLAN. Es hat gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke. Hier kommt die 1.2 SSD rein. Hier vorne könnt ihr dann noch die Grafikkarte reinpacken. Also die ist da halt drin. Ne? Hier unten könnt ihr noch zweimal erweitern mit zum Beispiel 1.2 SSDs. Hier noch eine Capture Card zum Beispiel. Von den Anschlüssen her haben wir Toslink, Mikrofon und Line-Out, also Kopfhörer, Netzwerkanschluss, 4x USB 3.0. Ja, hier steht 3.2, es ist aber tatsächlich 3.0. Hier haben wir USB 3.1 Typ A und hier haben wir USB 3.2 Typ C. Das könnt ihr auch hier nochmal nachlesen. 4x USB-A 3.0. Dann haben wir noch 4x USB 2.0, das sind die Antennenanschlüsse für Bluetooth und WLAN. DisplayPort und HDMI könnt ihr in dem Fall benutzen, um Bildausgabe zu haben über den Prozessor, was ich aber nicht empfehlen würde, weil halt, wie gesagt, die Grafikkarte drin ist. Alles in allem, trotz Micro-ATX-Board, eigentlich ganz gut. Ihr könnt halt nicht so krass erweitern, was jetzt noch zusätzliche Karten und so angeht. Ich bin da jetzt kein Freund von, aber für den PC auf jeden Fall ausreichend, vor allen Dingen für den Preis. Und das kostet auch stolze 236,39 € bei Mindfactory. Ist halt der neue Sockel, ne? LG A1700. Da gibt es noch nicht so viele Boards von und dementsprechend sind sie halt teuer. Wird sich aber in Zukunft auch noch ändern. Dann bekommen wir eine 1 TB PCI Express SSD und eine 2 TB HDD. Ich habe mir hier einen Artikel rausgesucht, also ich habe 2 Artikel zum Recherchieren benutzt. Die kann ich euch auch gleich gerne noch in die Videobeschreibung reinpacken. Hier wird von der PCI Express 3.0 SSD geredet. Die hätten natürlich auch eine 4.0er nehmen können, aber das ist zum Zocken eigentlich wurscht. Wenn ihr jetzt wirklich viel rendert, viel Daten hin und her schiebt, dann macht PCI Express 4.0 auf jeden Fall Sinn. 3.0 reicht aber völlig aus. Wir nehmen jetzt einfach mal die Western Digital WD Blue SN550, die hat eine Lesegeschwindigkeit von 2400 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von ca. 2000 MB die Sekunde. Ja, das ist so wie so eine Kingston A2000. Ihr kennt das Spielchen schon. Das haben wir gefühlt jedem Rechner drin. Also meistens, nicht immer. 1 TB ist auch erstmal gut angelegt. Dadurch, dass hier noch eine HDD mit drin ist, wird das gut ausgeglichen. Wenn ihr weitere Spiele installieren wollt oder Musik oder Filme oder so habt, ist das okay. Und die kostet 78,97 € bei Mindfactory. Dann habe ich hier noch als HDD die 2 TB Toshiba P300. Kann auch eine andere sein. Ist eine 2 TB HDD zum Auslagern für die ganzen Sachen. Wie gesagt, reicht das aus. Und die kostet 43,76 € bei Mindfactory. Dann bekommen wir 16 GB Kingston Fury RGB DDR4 Arbeitsspeicher mit bis zu 3200 MHz. Ja, 16 GB sind in der Preisklasse noch okay. 32 hätte ich jetzt besser gefunden, klar. Aber es ist preislich gesehen, wie gesagt, im Rahmen. Ist RGB beleuchtet, sieht man tatsächlich auf den Bildern sogar nicht. Das ist sogar ein bisschen Understatement. Das heißt, die zeigen nicht irgendwas, was nicht da ist, sondern sie zeigen es nicht, was eigentlich da ist. Diese RGB-Beleuchtung halt. Wer drauf steht, bitteschön. Dual Channel auch ganz wichtig, 3200 MHz, ja gut. Man muss immer den Preis irgendwo im Blick haben. 3600er oder 4000er jetzt auch getan. 4000er kann man sowieso nicht bezahlen. Das ist soweit okay. Und der kostet 73,80 € bei BA Computer, in dem Fall aus Österreich. Hochwertiges Markengehäuse mit beleuchtetem Glasdesign von Invin. Ich kann diesen Dingern nichts abgewinnen, ne? Ich mag diese Invin-Gehäuse nicht. Aber gut, hier steht, es wäre ein Invin 301 mit Glasfenster in diesem Artikel. Ist natürlich ein grundsolides Gehäuse, ich mag es jetzt nicht. Vor allen Dingen mit diesem Netzteil-Einbauschacht da oben. Das ist überhaupt nicht mein Fall. Und es scheint auch sehr klein zu sein. Also wie gesagt, nicht mein Fall. Mainboard auch nur bis Micro-ATX, das heißt, ihr habt selbst bei diesem Gehäuse keine Möglichkeit, wenn ihr ein größeres Board haben wollen würdet, das ihr es da einbauen könnt, braucht ihr direkt ein neues Gehäuse. Ist halt echt ein kleiner Tower. Aber gut, die Leistung ist halt da. Müsst ihr wissen, ob ihr damit klarkommt. Und das kostet 97,95 € bei Mindfactory. Das ist ganz schön teuer für so einen Case, ne? Wo kommen denn 100 € für so einen Case her? Alter Schwede. Optimiertes Kühlsystem. Tatsächlich ist hier eine Cooler Master Master Liquid ML120L eingebaut. Das erklärt auch den RGB-Lüfter an der Rückseite. Ich würde behaupten, dass die Wasserkühlung wirklich in die Rückseite eingebaut wird, wie es auf dem Bild zu sehen ist.
aber die hat nur eine TDP von 180 Watt. Zur Erinnerung, der Prozessor macht 125 bis 150 Watt unter Last, ja? Da sind 180 Watt echt wenig. Auch wenn es eine Wasserkühlung ist. 180 Watt. Es gibt Luftkühler, die schaffen 200 oder mehr Watt, ne? Also es kann passieren, dass gerade bei diesem Gehäuse ihr Temperaturprobleme kriegt. Je nachdem, welche Spiele ihr spielt, ob ihr nebenbei noch streamt, ob ihr in einer Dachgeschosswohnung sitzt, wo es dann im Sommer gerne mal 35 Grad wird. Ich kenne das, ich habe da auch schon mal gewohnt in so einem Gebäude mit so einer Dachgeschosswohnung, die schlecht isoliert war. Ich glaube nicht, dass die für dauerhaftes Zocken so gut ist. Es kann dann passieren, dass der Prozessor zu warm wird. Ich möchte mich dann jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich kann das jetzt natürlich nicht beurteilen, weil ich das System einfach nicht hier habe. Ich nehme hier die technischen Daten. Also ich bin davon nicht überzeugt, von der Wasserkühlung. Vielleicht hat der ein oder andere ja mal so ein System dann bald in der Hand, sagen wir mal so in 2-3 Wochen, wenn das dann geliefert wird. Ich weiß nicht, wie die Lieferzeiten sind, aber der kann dann gerne unter diesem Video nochmal berichten, dann weiß ich das für den nächsten. Wenn ihr das System wirklich kauft, dann schreibt dann hinterher bitte in die Kommentare, ob der zu warm wird. Mach mal ruhig so einen Belastungstest oder so. Es gibt da verschiedene Software für Cinebench R23, OCCT, irgendwas mal drüber laufen lassen, mal gucken, was die Temperaturen sagen. Und die kostet 63,04 € bei Amazon Marketplace. Intel Wi-Fi 6 Gigabit WLAN mit integrierter Bluetooth-Funktion, haben wir eben drüber gesprochen. Netzwerk-Controller ist auch klar. 8-Kanal High-Definition-Audio wissen wir auch. Windows 11 Home hatten wir schon. Ich stütze mich jetzt noch eben auf diesen Artikel, und zwar haben wir ein 650 Watt Netzteil von Invin. 650 Watt sind für das System natürlich völlig ausreichend. Es ist allerdings so, wollte ich später noch erweitern, sollte man vielleicht ein größeres Netzteil einbauen, wenn ihr jetzt irgendwann in Richtung 3080 Ti oder so geht. Da braucht ihr das auf jeden Fall. Da es diese Netzteile nicht zu kaufen gibt im freien Markt, sondern nur über den OEM-Markt bzw. halt jetzt in dem Fall Medion, nehmen wir einfach als Vergleich ein LC Power LC6650. Das hat auch 650 Watt und das kostet 51,97 € bei Mindfactory. Ansonsten gibt es jetzt halt noch mit dabei eine kostenlose Testversion für Microsoft 365, eine 30-Tage-Testversion, naja. Es ist halt so, wenn die 30 Tage abgelaufen sind, müsst ihr es abonnieren. Ist scheiße, kostet Geld. Würde ich einfach direkt runterschmeißen, nehmt eine Alternative. Vielleicht OpenOffice oder so, was euch beliebt. Vielleicht habt ihr sogar schon Office zu Hause. Dazu gibt es dann noch McAfee LiveSafe, kostenlose 30 Tage Testversion vorinstalliert. Schmeißt es auch direkt runter. Das ist Software, die wird auf diesem System dann quasi vorinstalliert und macht das System günstiger, weil die Hersteller dieser Software natürlich Medion oder beziehungsweise Aldi dafür bezahlen, dass die das vorinstallieren. Schmeißt das einfach direkt runter, braucht ihr nicht. Ihr braucht auch kein Antivirenschutzprogramm oder ähnliches, der Windows Defender macht einen guten Job, vergesst es einfach. Hier sind noch die Anschlüsse zu sehen, da haben wir eben drüber gesprochen, was das Mainboard angeht. Vorne haben wir noch zweimal USB 3.2 Gen 1, einmal Mikrofon in, einmal Audio out. Ihr bekommt noch eine kabelgebundene Maus dazu. Ja gut, das ist vielleicht so eine 10-15 € Maus. Könnt ihr euch gerne gleich noch oben drauf rechnen, ich habe sie jetzt weggelassen. Netzkabel, immerhin. Joy IT zum Beispiel liefert sowas gerne mal nicht mit, ist in einem meiner älteren Videos drin. Eine Garantiekarte, ja gut, wer es braucht. Und dann sind wir beim Endergebnis. Hier haben wir die HDD, die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung, das Netzteil und Windows 11. Und da kommen wir auf den Gesamtpreis von 1823,09 €. Das System soll kosten glatt 1600 €. Gut, ihr habt jetzt hier in diesem System 200 € gespart gegenüber Selbstbau. Das ist okay. Was mich nicht überzeugt, ist das Case und die Wasserkühlung. Bei dem Mainboard lässt sich streiten. Das ist mikroartig, aber es ist gut ausgestattet, klar. Aber ich würde wirklich auf eine bessere Wasserkühlung gehen. Und das Problem haben die auch schon öfter berichtet, dass die Dinger sehr gerne sehr warm werden. Das war auch schon bei älteren Aldi-PCs so, ja, oder Medion-PCs. Ihr könnt jetzt natürlich hergehen, diesen Schnapper mitnehmen, euch noch ein schönes großes Case kaufen, sag ich mal, für 70-80 € und dann noch eine gute Wasserkühlung. Da habt ihr immer noch gegenüber Selbstbau was gespart. Aber mich würde es echt interessieren, wenn sich jemand dieses System kauft, und bitte seid da wirklich schnell, ja, das wird schnell weg sein, egal was ich jetzt gerade sage, ist immer so bei Aldi und Medion, wie die Temperaturen dann sind, testet das ruhig mal dann und berichtet hier noch in den Kommentaren. Und wenn es in 3 Wochen ist, egal, ich lese mir das durch, ich kriege eine Notification, ich lese mir das durch und dann weiß ich, okay, alles klar, es wird doch nicht zu warm, dann kannst du das demnächst einfach bedenkenlos empfehlen, weil die da wirklich mal ein bisschen optimiert haben. Alles in allem, der Speicher ist auch genug, der RAM ist okay, ja. Das ist echt schwierig. Ihr habt Geld gespart, aber das Case ist kacke und die Wasserkühlung halt auch. Ich muss es so sagen. Ist halt einfach so. Aber wirklich viel falsch machen könnt ihr damit jetzt auch nicht. Dann kommen wir jetzt hier tatsächlich noch zu einem FPS-Test. Und zwar GeForce RTX 3060 Ti plus Intel i5 12600K FPS-Test in 14 Spielen DDR5. Okay, wir haben jetzt hier DDR4. Ich sagte eben am Anfang schon, klar, DDR5 hat eine höhere Taktfrequenz, aber schlechtere Timings. Dafür hat DDR4 eine geringere Taktfrequenz, aber bessere Timings. Ich glaube, das ist schon irgendwo gehopst wie gesprungen. Ihr könnt diese Ergebnisse schon, sag ich mal so, zu 80-90% könnt ihr die schon glauben. Bei Forza Horizon 5 haben wir im Average 111 FPS auf WQHD mit Raytracing eingeschaltet. Battlefield 2042, was kein Schwein spielt, WQHD
mit Raytracing an 73 FPS. Call of Duty Vanguard, was auch keine Sau spielt, 88 FPS auf WQHD ohne Raytracing. Far Cry 6, was ich gerne spiele, mit Raytracing eingeschaltet auf WQHD 70 FPS. New World in WQHD ohne Raytracing 82 FPS. Was scheinbar auch wirklich viele interessiert hat, Flight Simulator von Microsoft, WQHD ohne Raytracing 45 FPS. Das ist für einen Flugsimulator natürlich noch in Ordnung, für einen Shooter wären 45 FPS meiner Meinung nach schon ein bisschen wenig. In Fortnite auf WQHD ohne Raytracing 82 FPS. Cyberpunk mit Raytracing in WQHD und DLSS eingeschaltet 55 FPS. Und PUBG in WQHD 92 FPS ohne Raytracing und ohne DLSS. Das Video verlinke ich euch natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung, genauso wie diesen PC und die beiden Artikel, die ich mir da noch rausgesucht habe. Joint gerne unseren Discord, der Link ist auch in der Videobeschreibung. Da kriegt ihr noch ein bisschen Beratung, falls ihr welche braucht. Auch wenn ihr ein ganz anderes System euch jetzt rausgesucht habt. Fragt einfach unsere Berater, wir haben da so 5 Berater. Übrigens, die Berater, ich sage hier immer meine Berater. Das sind einfach nur Leute, die sich herauskristallisiert haben auf dem Discord, die gerne helfen und auch Kenne haben. Wir haben mehrere Leute, die haben da so ein Auge drauf und schauen, aha, okay, der hat Ahnung, vielleicht hat der Bock, Berater zu sein. Also die beraten mich jetzt nicht und ich bringe das Video, sondern ich suche mir die Videos schon selber raus. Die unterstützen mich dann zum Beispiel mit so einer Geizhalsliste oder so, dass ich das nicht alles rausfummeln muss. Auch die Artikel wurden mir da in dem Fall rausgesucht. Und die helfen euch halt auch, wenn ihr Fragen habt zu anderen PCs. Oder zum Beispiel, ja, mein Rechner stürzt ständig ab oder ist zu warm oder wie auch immer, die helfen euch da. Überhaupt kein Problem. Wie gesagt, preislich gesehen ist das System okay. Ob ich es jetzt so kaufen würde, ist wieder auf einem anderen Blatt. Aber das wäre es dann auch schon wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.